Du kleiner Pisskopf. Du denkst, du kannst mir meine Miller wegnehmen? Mhm. Hoppala. Ups. We are young. We are strong. Willst du frühstücken? Ja, dann bin ich dabei. Ja, bist du dabei. Mhm. Hey, kommt ihr? Klar. Was zu besprechen. Okay. Was denn? Oh. So, rein. Oh, die Tür. Hey, hey, hey. Ja, was geht? Komm, die, los. Ja. Operation. Bester Hochzeitsantrag läuft, hat grünes Licht. Wir haben nur ein kleines bisschen Zeitdruck. Miller kommt am Montag wieder. Ihr wisst ja, was der Plan ist. Hm? Ja. Dieser scheiß Heiratsantrag, den hatte ich komplett verdrängt. Ja. Cool. Ich verstehe auch gar nicht, warum das sein muss. Ja, stark. Mike verbringt eh schon genug Zeit mit Miller. Und wenn er sie jetzt noch heiratet, dann wird es ja noch viel schlimmer. Dann sehe ich Miller überhaupt gar nicht mehr. Am Montag. Okay? Wir fahren zu dem Boot. Wir machen unsere Bootstour. Und wenn wir an dem Anleger angekommen sind, dann steht ihr da mit diesem XXL-Banner, räumt den aus. Okay. Ich zieh meine Schuhe ab. Sie sagt hoffentlich, sie sagt ja. Und dann... Yeah. Super, gute Idee, aber das wird leider nicht so funktionieren, wie du dir das vorgestellt hast, Mike. Das wird genauso. Nein, weil ich bin verabredet mit Miller an dem Montag. Ich hol sie ab und wir haben ihn gehört. Nein, er hört auf zu lachen. Ja, ist klar. Mike, ich meine das gerade todesernst. Olli, was ist los? Ich bin verabredet mit Schatz, hey, hey. Übel süße Idee mit dem Banner, aber das muss man an einem anderen Tag machen. Das hast nicht du zu entscheiden, okay? Das ist was ein Antrag. Was willst du denn jetzt? Ja und? Gib mir einfach einen Keks oder so. Ja und? Das ist ein Heiratsantrag. Ja, okay, sie macht Spaß, glaube ich. Ja. Also, ihr wisst Bescheid? Ja. Hände zusammen. Ja. Am Montag wird das. 3, 2, 1. Jawoll, und jetzt gibt's Joghurt. Bam. Ja, Mann. Mit geschlagener Sahne. Was denn? Was ist los mit dir? Nichts, alles gut, Schatz. Okay, das Brot ist fertig. Wir sind auch ready. Der Wetter soll auch super werden. Okay. Pass auf, ich rufe einfach nach vorne. Ich fahre jetzt direkt zur Arbeit. Okay, alles klar. Ja, wir freuen uns. Ciao. Hey, ciao. Hey. Und tschüss. Na, was haben wir denn hier? Du kleiner Pisskopf, ey. Du denkst, du kannst mir meine Miller wegnehmen? Hoppala. Ups. Ah, Dicker. Was schon? Ausschneiden, Mann. Scheiße, mit was fange ich an? Nichts, ich habe aus Versehen meinen Kaffee verschüttet. Mach das jetzt gleich sauber, bring den Müll weg. Wir wollen ja anfangen zu putzen, ne? Okay, dann bist du eine hysterische Putzfrau? Für Miller. Für Miller? Na, warte. Danke. Okay, cool. Was haben wir was gedacht? Okay. Ja, ciao. Ich wollte das Banner gar nicht schrotten, aber irgendwie bin ich plötzlich so wütend geworden, dass ich mich nicht mehr beherrschen konnte. Scheiße, Mann. Ich hoffe nur, dass es keiner checkt. Keine Ahnung, was ich machen soll, wenn Mike zurückkommt und nach seinem Banner sucht. Ich habe mir zwar schon eine Geschichte überlegt, aber keine Ahnung, ob ich damit durchkomme. Hi. Guck im Kühlschrank. Was soll ich im Kühlschrank machen? Okay, wir brauchen... Eiswürfel haben wir. Wir brauchen Eiswürfel. Ey, mal kurz Ohr zu mir. Hat hier irgendjemand ein Paket weggenommen, was hier lag? Oh shit, ich hoffe, das ist jetzt nicht weggekommen, ne? Weil ich habe den Müll schon weggebracht. Ja, hast du ein Paket weggenommen? Die Müllabfuhr war auch schon weg. So ein längliches Paket, wo ich vorhin rein bin. Keine Ahnung. Ich habe telefoniert, hatte ich das Ding unterm Arm, ja, ich hab's hingelegt. Ich war mit meinem Kaffee beschäftigt. Hat irgendjemand so ein Paket gesehen, was hier lag? Nein! Da war das Banner drin, Mann. Was? Das Banner! Der Banner! Für den Hochzeitsantrag mit dem Scheißsatz. Ja. Dann komm doch jetzt erstmal runter. Dann willst du noch hier sein. Das wird ja niemand weggenommen haben. Ja, wenn nicht, dann musst du es halt einfach verschieben. Was? Den Antrag? Ja, den Antrag. Bist du blöd? Ja, was? Aber dann wird es ja nicht perfekt.
Das wird perfekt. Und zur Not, dann frage ich sie selbst, ob sie mich heiraten möchte. Ich werde bestimmt nicht wegen dem Scheiß-Banner jetzt einfach den Antrag verschieben, okay? Das kriege ich schon irgendwie hin. Alles gut. Okay, möchtest du so? Nee, ich hab's 100%. Perfekt werden soll. Seit wann juckt dich das so? Also, ich geh runter, ich check den Müll. Könnt ihr einfach mal rumgucken, ob ihr irgendwo... Ja, aber die Müllabfuhr ist schon da gewesen. Machen wir. Es geht um Miller. Miller ist meine beste Freundin. Okay. Wenn das Banner nicht da ist, dann wird's halt einfach nicht perfekt. Und sie hat viel mehr verdient als das, okay? Okay. Ey, egal. Ihr hattet gesagt, wir brauchen Eis, ne? Dann geh ich mal Eis holen. Ja, Eis holen. Wenn Mike den Antrag verschoben hätte, dann hätte ich wenigstens noch ein paar Tage mit Miller gehabt. Und jetzt ist Dean auch noch skeptisch geworden. Ich muss jetzt echt ein bisschen aufpassen. Lydia, warte. Hey Schatz, brauchst du was vom Späti? Soll ich dir was holen? Lass das. Also, willst du mir irgendwas erklären? Nee, ich hab nichts zu erklären. Du willst mir nichts sagen? Nee, was denn? Okay, was ist mit dem Banner passiert? Hey! Keine Ahnung, was mit dem Banner passiert. Bleib stehen. Sag es, was ist mit dem Banner passiert? Ich hab keine Ahnung, was damit passiert ist. Woher soll ich das denn bitte wissen? Ich weiß es nicht. Als wir alle gegangen sind, warst du die Letzte, die noch in der Küche war. Mit dem Banner alleine. Also, willst du mir irgendwas sagen? Nein. Olivia, ich kenne dich. Ich weiß, dass du was damit zu tun hast. Also sag's mir jetzt. Sag's mir. Ich will meine beste Freundin einfach nicht verlieren. Okay. Das mit dem Banner, das war aus Versehen. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Aber ich hatte eine Kurzschlussreaktion und dann ist mein Kaffee einfach auf dem Banner verschüttet. Ach so. Aber das war nicht meine Absicht. Echt nicht. Das war eine Kurzschlussreaktion. Soll ich dir mal was sagen, Olivia? Genau mit sowas verlierst du aber deine beste Freundin. Indem du so eine Aktion bringst. Du solltest öfter mal darüber nachdenken, bevor du irgendwas machst. Das ist echt kacke. Langsam kotzt mich das an, weißt du? Ich habe auch keinen Bock, dir jetzt irgendeine Standpocke zu halten oder so. Weil im Endeffekt weißt du, was du machst. Ich will es dir nur gesagt haben, dass ich damit nicht cool bin. Wer hat meine Bettlaken genommen? Sorry, not sorry, true story. Pass auf, ich hab, ich will ein neues Banner machen, okay? Deswegen habe ich alle Laken zusammengesucht, die ich gefunden habe. Okay, aber dann brauche ich doch nicht ja schlafen. Ja, nee, aber ich will, guck mal. Ihr müsst euch vorstellen, ich werde hier dann noch irgendwie mit Farbe raufsprühen, willst du mich heiraten? Und dann das kann Mike. Ziemlich süß von dir. Ja, weil dann kann Mike ihr doch den Antrag machen. Mit Laken. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber. Go for it. Was ist wieder? Go for it. Sieht super gut aus. Super süß von dir, Olivia. Weiter so. Lachst du mich gerade aus? Nein, ich lache mit dir, weil das so schön ist. Aber ich lache gerade nicht. Was ist denn jetzt daran witzig? Ich gebe mir übelst die Mühe. Ja, das ist doch schön. Hey, was ist hier los? Tobias, machst du da? Ist schon wieder Halloween? Nein, ich mache ein neues Banner für den Antrag. Was? Ich werde hier dann noch, willst du mich heiraten, drauf sprühen. Wohin gehst du? Hallo, nein. Machst du das für Mike und Miller oder machst du das für dich? Und machst du das nur, damit ich nicht mehr sauer auf dich bin? Ding, willst du mich verarschen? Mir ist es wichtig, wie es Miller geht und wie es Mike geht. Und ich freue mich für die beiden, okay? Ich versuch's dir einfach nur wieder gut zu machen. Ach so, krasser Sinneswandel. Prost, mal einen Drink. Ey, Leute, hört doch mal auf mit der Scheiße. Ich gebe mir hier übelst die Mühe. Mann, geht weg. Ich will hier weitermachen. Okay, so, weiter geht's. Ich bastel hier ein verdammtes neues Banner, Alter. Was soll ich denn noch machen? Irgendwie muss ich die Sachen mit dem alten Banner ja wieder gut machen. Sonst bin ich am Ende wieder die Böse, die angeblich alles kaputt macht. Leute, es ist fertig. Okay, schaut mal. Wow. Miller, willst du mich heiraten? Schön. Nein, hey. Nein, Spaß. Das ist voll süß. Das ist voll toll. Das ist mehr so süß. Das ist ultimative Süße. Komm mal kurz.
Du hast hier ein richtig krasses Geschenk bekommen. Guck mal, was ich gemacht habe. So kannst du jetzt Miller doch den Antrag machen. Mit einem Banner. Halt auf eine andere Art und Weise. Das hast du jetzt selbst gemacht? Ja. Ja. Das ist ja voll lieb von dir. Sieht man auch gar nicht, oder? Mega gut, oder? Aber vorhin mit der Agentur gesprochen, die schaffen es immer rechtzeitig, ein neues Plakat anzufertigen. Ah, wie schade. Aber das ist doch viel schöner, oder? Du nimmst doch das. Okay, also brauchst du das nicht. Nee, aber ich behalte es trotzdem. Das ist echt lieb von dir. Cool, danke. Live, komm, ich bin so stark, dass wir das nochmal auf die Teile machen. Prinzip, ja, ich war ein schlechter Verlierer. Live, erzähl mir mal, was wird über deinen Kopf? Schatz, musst du mal kurz. Achso, kannst du die Tür bitte zumachen? Egal, ich mach's schon. Es tut mir wirklich leid, okay? Was? Mann, das mit dem Banner einfach generell alles. Ich hasse es, wenn wir uns streiten, okay? Ich liebe dich und es tut mir einfach leid. Und ich meine es wirklich ernst. Also kannst du mir verzeihen? Den wirklich. Ich liebe dich. Wenn du das nicht ernst meinen würdest, dann hätten wir ein Problem. Ich meine es aber ernst. Ich meine es mega ernst. Ich hasse es auch, wenn wir uns streiten. Wollen wir dann zur Feier des Tages einfach den Abend zusammen verbringen? Gerne, aber ich muss leider ins Matrix. Aber danach, okay? Okay. Kein Ding. Dann geh arbeiten. Okay. So richtig super war die Versöhnung jetzt nicht. Dean sah nicht so aus, als hätte er wirklich Bock, hier zu bleiben heute. Und das alles nur wegen diesem scheiß Antrag von Mike. Der verdirbt mir nicht nur die Freundschaft mit Miller, sondern jetzt auch noch die Beziehung zu Dean. Das ist süß gemeint. Fiegt halt ein bisschen. Meine erste Abi-Prüfung war auch süß gemeint, aber. Kriegt auf jeden Fall einen ganz besonderen Platz. Ja. Im Keller. Ja. Ja. Boah, geil, Alter. Wollte ich gerade sagen. Gut. Aber erzähl mal, Papa. Wie geht's dir? Was geht hier drin vor? Ja. Du siehst aber auch glücklich aus. Gar nicht aufgeregt, ne? Überhaupt. Ja. Das ist eine Katastrophe. Ich wusste es. Warum? Ich weiß nicht, wann ich schon mal so aufgeregt war. Wirklich. Weder von meinem Führerschein noch beim ersten Sex. Noch. Mach mir fast in die Hose, Mann. Was, wenn sie Nein sagt? Hör auf, sowas zu sagen. Das wird nicht passieren. Ich meine, Miller liebt Bootfahren bestimmt. Vielleicht nicht so sehr wie das Wattmeer. Eben! Aber was ist, wenn sie kein Bootfahren mag? Hä? Was ist, wenn sie doch Nein sagt? Ich habe davon geträumt, dass sie Nein sagt. Stell dir das mal vor. Ich habe davon geträumt. Oh nein. Und manchmal werden Träume wahr. Ja. Auch die beschissenen. Ja. Guck mal, ich mache den Antrag vor all unseren Freunden. Vor all unseren Freunden. Und es wird eine richtig peinliche Nummer, wenn sie dann Nein sagt. Stell mal vor, sie verlässt mich dann, hä? Weil sie einfach in eine Situation gedrängt wird, auf die sie überhaupt keinen Bock hat. Sag mal. Vielleicht mich. Au! Au! Papa, man darf sein Kind nicht schlagen. Autsch. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wird nicht passieren. Miller liebt dich. Das ist eine unfassbar süße Idee, unfassbar romantisch. Sie wird Ja sagen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Und jetzt lass uns ins Matrix gehen. Dean wartet. Vorher noch ins Krankenhaus. Das tat echt weh. Sie sagt ja. Sie sagt ja. Ja, sie wird Ja sagen. Weil wir uns lieben. Yes. Ja, Mann. Jetzt bin ich wieder zu Hause und ich freue mich jetzt ganz besonders auf Mike. Oh mein Gott! Wie, Miller ist da? Ihr solltet doch viel später kommen. Ey, das läuft nicht so, wie ich mir das geplant habe. Es wurde mir hier was verheimlicht, ihr benehmt euch alle komisch, ich will das gerne abchecken. Punkt, okay? Langsam komme ich mir hier aber wirklich verarscht vor. Hi, ich hab gar nicht mit euch gerechnet. Lass uns mal nicht auf Happy Family machen, okay? Was ist denn? Lass mich einfach raus, okay? Lass mich einfach raus. Was ist das Problem jetzt gerade? Ich bin dein Bruder und ich will für dich da sein. Ich bin Herr Schmidt, ich habe 3 Zimmer reserviert, wie ihr bewegt jetzt gerne. Also was das angeht, können wir Ihnen leider nur noch 2 geben.
Unsere Mitarbeiterin hat da einen Fehler gemacht. Ich habe eine Überraschung. Ich schlafe hier. Was machst du hier in meinem Bett? Was hast du angestellt? Was machst du hier? Oh mein Gott, ist nicht dein Ernst, oder? Du vergreifst dich an Schülern? Hast du keinen Lehrer gefunden, oder was? Ich muss für Luna da sein und darum können wir uns nicht mehr treffen. Aber ich liebe dich, Danny. Was hast du gemacht? Hast du mich mit